Severin, vor ja, 1,5 Jahren ungefähr haben wir fast an der gleichen Stelle ein Interview gemacht und da hättest du dich gefreut, im Sommer Grand Prix und in Top 15 zu sein jetzt. Hast du 2 Weltcupsiege, eine super Saison letztes Jahr gesprungen und bist jetzt Teamleader, wie es auch der Bundestrainer formuliert. Und hat sich ein bisschen was verändert vom Druck her oder spürst du den Druck oder die Führungsrolle? Ja, die letzte Saison hat vor allem verändert, wie ich jetzt so selber mich ein bisschen sehe und das Ganze auch, den ganzen Skisprung-Zirkus, weil natürlich ist es wunderschön, wenn man so eine Saison hat und wenn es vor allem so wie bei mir jetzt so ein Riesensprung war, aber im Endeffekt muss man halt doch dann eben mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen Ruhe dann immer wieder drauf kommen, dass nichts selbstverständlich ist und dass man sich eben jeden Erfolg oder jedes gute Ergebnis wieder neu erarbeiten muss. Und im Endeffekt wird auf Null gesetzt vor der Saison und dann kann und muss man sich jeder wieder beweisen. Aber die Erwartungen von den Fans und auch deine eigenen Erwartungen sind ja nun mal gestiegen. Und jetzt sind wir 2 Wochen vor dem Weltcup-Auftakt. Zurzeit hier in Klingenthal könnt ihr zwar auf Eis springen, aber so wirklich nach Schnee sieht es ja noch nicht aus. Stört euch das oder wie ist jetzt der Umstieg zwischen Eisspur oder fast Sommer noch, dann zum Winter, großes Problem? Ja, ich hätte sicher gern eine richtige Schneevorbereitung, einfach auch um das Feeling und den Spirit ein bisschen aufzunehmen. Aber wenn es jetzt nicht klappen sollte mit Lillehammer, dann hat jeder das Problem. Und im Endeffekt sind wir dann hier mit Klingenthal schon sehr nah dran. Und wir haben es ja schon mal gemacht, von hier auf Schnee zu gehen. Es geht auf alle Fälle und man steigt ja auch nicht mit dem ersten Wettkampfsprung dann ein in Kusamo. Was wäre, sagen wir mal, am 31. März nach der Saison, was würdest du sagen, es wäre eine tolle Saison gewesen? Wo sind die Ziele? Klar, 4-Schanzentournee, das Highlight Skiflug WM noch mit dazu, aber der Weltcup hat ja auch noch ein paar mehr Springen. Die Saison wäre erfolgreich gewesen, wenn ich den Weg vom letzten Jahr fortsetzen könnte und wenn ich dann für mich einfach sagen könnte, dass ich gut gesprungen bin, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, umgesetzt habe. Und das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, wo ich sage, ich muss bei dem Springen auf dem Podest stehen oder ich muss das und das erreichen, sondern das ist einfach, dass man sich seinen Sprung anschaut und schaut, was kann man weiterentwickeln, wo kann man besser werden und dass man das dann eben auch mal umsetzen kann. Und das ist vielleicht auch ein Prozess, der nicht über einen Sommer geht oder über ein Jahr insgesamt, sondern das ist halt ein längerer Prozess, wo man dann irgendwann mal vielleicht sagen kann, jetzt sieht mein Sprung so aus, wie ich ihn gern haben hätte. Gut, dann werden wir es beobachten, hoffen, dass es bald schneit, auch in Finnland dann schneit und dass wir tolle Erfolge, tolle Sprünge sehen und gratulieren dir dann hoffentlich zum Sieg. Ja, das hoffe ich auch.